Autonome Fortbewegung ist eine Vision der Menschheit. Doch zugelassen sind bisher nur teilautonome Assistenzsysteme auf Autobahnen. Wir lernen ja in der Fahrschule, was man defensives Fahren nennt. Das können die Fahrzeuge heutzutage noch nicht. Und das ist wirklich der Knackpunkt, weswegen du noch keine autonomen Fahrzeuge in der Stadt siehst, dass eben die KI noch nicht sicher ist. Wir sind in einem Berliner Hinterhof. Hier sitzt Deep Safety. Das Startup ist auf dem Weg, eine der Schlüsselfragen für autonomes Fahren zu lösen. Wie macht man KIs sicher für nicht vorhersehbare Situationen? Selbst Giganten wie VW oder Google scheitern aktuell noch an diesem Problem. Das ist die Umgebungswahrnehmung von autonomen Fahrzeugen. KI ist ja ein relativ weiter Begriff. Wir reden da von lernenden Systemen. Das heißt, die werden trainiert mit Bildern aus der Umwelt, wo man vorgibt, welche Klassen von Objekten beispielsweise gelernt werden. Personen, Autos, Fahrräder und so weiter. Das ist natürlich immer eine endliche Menge von Klassen. Es bleiben welche übrig, die die KI nicht gelernt hat. Und wir entwickeln eine KI, die im Prinzip sagen kann, dass sie was nicht kennt. Wenn irgendwas Unbekanntes da ist, dann soll das Fahrzeug natürlich nicht darüber fahren. Ich bin Sven Fülster, CEO und einer von vier Gründern von Deep Safety. Die Wahrnehmungs-KI von Deep Safety kann zuverlässig mit unbekannten Situationen und Grenzfällen umgehen. KIs in aktuellen Fahrzeugmodellen können das nicht. Weil das kein ganz einfacher Schritt ist. Also wir haben lange an der Technologie gefeilt und die Herausforderung dabei ist, dass dieses ganze System in Echtzeit läuft. Es gibt durchaus sehr viel Forschung in diese Richtung. Dort braucht eine Berechnung eines Bildes immer sehr lange. Und wenn man 30 Bilder pro Sekunde so in etwa rechnen möchte auf der Straße, die man hat, dann reicht das einfach nicht aus. Also man muss jedes Bild für sich analysieren, ob Sachen auch korrekt detektiert wurden. Die Wahrnehmungs-KI von Deep Safety analysiert Bilder in Echtzeit. Dafür genügt ihr sogar ein normales Smartphone als Hardware. Das macht sie aktuell einzigartig. So kann die Wahrnehmungs-KI als Sicherheits-App auf einem Smartphone in älteren Fahrzeugen genutzt oder als komplettes System in Neufahrzeuge eingebaut werden. Letztendlich kann man das aber auf jede KI anwenden, die irgendwo kritisch ist. Also sei es nun, dass es irgendwie Medizin ist oder irgendwo theoretisch in der Raumfahrt. Das ist alles denkbar. Wir können da in alle Richtungen skalieren, haben aber einen ganz klaren Fokus auf autonome Fahrzeuge oder auf Autos im Allgemeinen. Das Marktvolumen für Wahrnehmungs-KI im Automobilsektor wird auf 77 Milliarden Dollar geschätzt. In diesen Markt will Deep Safety innerhalb weniger Jahre hineinwachsen. Unser kurzfristiger Use Case ist für die Fahrerassistenzsysteme, die jetzt gerade auf der Straße sind, die diese Unfälle verursachen. Wenn wir ein bisschen weitergehen in der Roadmap, dass wir den Fahrer im Fahrzeug überflüssig machen, den Schritt über diese Stufe können wir tatsächlich ermöglichen. Und im dritten Schritt möchten wir das autonome Fahren tatsächlich in die Stadt bringen. Denn vor allem hier besteht Handlungsbedarf. 95% aller Verkehrsunfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Trotzdem würden 61% der Deutschen kein selbstfahrendes Auto kaufen. Als Motiv nennen viele mangelndes Vertrauen und einen befürchteten Kontrollverlust. Wenn du im Flugzeug sitzt, gibst du auch die Kontrolle ab und du vertraust darauf, dass der Pilot dich schon anständig sicher ans Ziel bringt. Das musst du bei der KI auch machen. Dafür muss die KI einfach sicher genug sein und dafür muss die KI auch in der Lage sein, mit dir als Mensch zu kommunizieren, um Situationen, die nicht ganz eindeutig sind, vielleicht auch auszuhandeln, wie du das selber im Straßenverkehr auch machst. Das ist ein Durchbruch. Das wird dazu beitragen, dass das Menschen autonomes Fahren eher akzeptieren und dass dann eben die Technologie auch angenommen wird.